So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir sind gerade in Rudolstadt unterwegs, denn wir machen eigentlich Urlaub in Groschwitz oder wie es heißt. Da wird ein Vlog kommen, aber Sandra hat gesagt, wir wollen zum Abendbrot mal zu Burger King, denn bei uns gibt es keinen Burger King. Jetzt stehen wir hier vor dem Burger King und guckt mal, wie schön saftig das aussieht. Flame Grilling Sins 1954. Und sie hat mir schon verraten, da drin gibt es einen Bikini Bottom Burger. Bei McDonald's gibt es ja immer im Prinzip nur das Gleiche, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was ein Bikini Bottom Burger ist. Hier ist auch schon ein Schild, das sieht halt richtig hässlich aus. Da ist SpongeBob, genau, nicht Boss. Jetzt nur bei Burger King, mach dein King Bikini Bottom Menü. Ich glaube, ich werde den einzeln nehmen. Oder im Menü? Ich glaube, ich nehme Menü, genau. Der soll wohl aber trotzdem plant-based sein, also sozusagen vegetarisch und mit irgendeiner Ananassoße. Dann ist es ja eigentlich wie ein McPlant mit Ananassoße. Was es sonst noch gibt, gucke ich mir mal kurz an und was wir jetzt nehmen. Aber es wird wahrscheinlich natürlich der Bikini Bottom Burger werden. So, wir sitzen jetzt am Tisch bei Burger King. Bubsi war drin, hat das alles geregelt. Das ist mir schon wieder alles zu viel, wenn ich da dieses komische... Da bin ich komplett raus. Das möchte ich nicht. Ich habe mich jetzt einfach mal durchgedrückt und habe gesehen, da gibt es hier Chili Cheeseburger in der Double-Variation. Es gibt extra Long Chili Cheese aus echten Flammen. Hier natürlich klassisch Onion Rings. Das ist was, was es bei McDonald's nicht gibt. Onion Rings, die finde ich richtig genial. Das ist euer Bikini Bottom Burger von SpongeBob mit Ananassoße. Den wollen wir natürlich testen. Aber vorher möchte ich erstmal in alles andere reinbeißen, weil das gehört ja auch irgendwie dazu. Ich hoffe, das erkennt man gut. Ich hoffe, das ist nicht zu dunkel. Ich möchte jetzt mal in diesen, ich war seit 1000 Jahren nicht mehr bei Burger King. Das ist der Double Chili Cheese mit zweimal Fleisch natürlich, mit Käse, mit Jalapenos. Ich glaube, Burger King fand ich damals nicht so cool. Weil dieses Rauchige oder dieses Extreme über offener Flamme gebraten war mir zu sehr eigen, aber nach einer Zeit fand man das richtig gut und man hat das irgendwie vermisst, diesen Geschmack, weil McDonald's halt immer genau gleich schmeckt und das ist halt so, naja, ist okay, aber ich glaube Burger King ist nochmal eine ganz andere Nummer. Seid ihr McDonald's oder Burger King? Schreibt's mal rein. So, das war der Double Chili Cheese. Der ist auch schön würzig, der ist auch schön scharf. Du merkst direkt im Rachen. Und diese Würze, die da auftritt, finde ich gut. Die Jalapenos stechen komplett heraus. Das Käsige ist richtig schmierig, richtig käsig, komplett da. Zwei Scheiben Fleisch, perfekt. So muss das schmecken. Da hast du ordentlich was im Mund. Kommen wir mal zum Extra Long. Chili Cheese, mal da reinbeißen. Ich habe eigentlich gedacht, ich wollte einen Chicken. Extra Long Chicken mit Chili Cheese, aber es ist ja trotzdem Beef. Habe mich erst verdrückt, dann war es egal. Habe ich gedacht, haue ich trotzdem mal rein. Da sind drei Scheiben Fleisch drauf und ansonsten müsste der auch einfach nur Käsesoße haben und diese Jalapenos, der dürfte also vom Geschmack genau das gleiche sein. Ja, schmeckt im Prinzip genauso und sieht nur anders aus. Teile mich selbst ein bisschen veräppelt, deswegen nehme ich mir erstmal ein Onion Ring, weil ich Onion Ring auch richtig genial finde. Mal reinbeißen, das ist so genial. Geht mal weg mit Tintenfischring, Onion Rings ist einfach das Beste, was es gibt. Schmeckt wieder keinem, weiß ich, die Leute sind alle so penibel, Onion Rings, da machen sie immer die Augen zu. Aber jetzt der, um den es geht, nämlich der in diesem super lustigen, schönen Papier eingewickelt, das möchte Marie bestimmt behalten, weil es so schön aussieht. In grün, hier eine Ananas drauf, hier ist SpongeBob drauf. Der Bikini Bottom Burger mit Ananassoße und was hast du vorhin gesagt? Gemüsepatty. Ach, Gemüsepatty, genau, ist ja auch plant-based. So, wir legen den erstmal kurz so hin. Wir zeigen mal, wenn wir hier den Deckel abnehmen. Das ist Ananassoße oder wie? Sieht einfach aus wie Currycreme. Dann habt ihr hier noch Ketchup drauf, so wie es ausschaut. Ein plant-based, okay, bisschen Salat, eine Scheibe Tomate. Sieht alles irgendwie sehr unspektakulär aus. Ich dachte auch, das ist ein riesengroßer, heftiger Burger. Aber das ist so ein kleines Ding, was du so für 1,99 oder nee, 2,29 oder irgendwas direkt kriegst. Also ein kleiner Burger für zwischendurch. Warum nicht? Sehr speziell. Ananassoße, wir probieren. Der Wind fegt mir das ganze Papier weg.
Schmeckt irgendwie wie Kaugummi. Direkt beim Reinbeißen, ich glaube, das ist das Süßliche von der Ananassoße, was sich mit dem Pflanzenpatty vermischt, der irgendwas Kräftiges fehlt, das Süßliche so hinten durchkommt, wie wenn du gerade einen Kaugummi kaust die ganze Zeit und sich dieser Bubblegum-Geschmack im Rachen breit macht. Im Nachhinein merkst du dann, okay, das soll Ananas sein, aber direkt beim Reinbeißen und beim Kauen hast du die ganze Zeit so einen Bubblegum-Geschmack im Mund, finde ich absolut unpassend, komisch, weiß ich nicht. Gerade wenn du hier diese scharfen Burger hattest, diese schmackhaften, leckeren, dann fehlt hier Beef, dann isst da nicht mal Chicken, dann isst du nur ein Plant-Base, was ja dazu passt, aber trotzdem, vom Sinn her. Aber diese Ananassoße ist für mich absolut gar nichts, also ich bin total enttäuscht. Wenn ihr den schon mal probiert habt, schreibt es mir in die Kommentare. Schmeckt halt wie Kaugummi. Der Bubblegum Burger, ne, von Bikini Bottom. Ich beiß zum Abschluss nochmal rein, weil das wäre ja sonst zu schade, aber freue mich jetzt hier auf die Onion Rings und natürlich die extra long Chili Cheese Teile.